Es ist eines der Dauerstreitthemen aktuell in der EU. Sollte man die Energielieferungen aus Russland stoppen oder nicht? Mit Bekanntwerden von mutmaßlichen Kriegsverbrechen der russischen Armee, wie zum Beispiel in Butscha, wächst der moralische Druck auf die EU, die Geschäfte mit Russland zu beenden. Trotz enormer Abhängigkeit, vor allem auf deutscher Seite. Die Diskussionen um ein westliches Energieembargo bleiben natürlich auch dem Kreml nicht verborgen. Der russische Präsident Wladimir Putin kündigte jetzt an, er wolle die Öl- und Gasexporte umlenken. Kohle, Gas und Öl. Der Export von Rohstoffen ist Russlands wichtigste Einnahmequelle. 1 Milliarde Euro verdient das Land mit diesen Energielieferungen an die Europäische Union jeden Tag. Allein die Einnahmen aus den Ölexporten machten im russischen Staatshaushalt des letzten Jahres 30% aus. Wie könnte Russland reagieren, falls die Gelder ausfallen? Wir müssen unsere Exporte diversifizieren. Wir werden in absehbarer Zeit das Angebot an Energieressourcen in westlicher Richtung reduzieren und den Trend der letzten Jahre ausbauen. Schritt für Schritt die Richtung unserer Exporte auf die schnell wachsenden Märkte des Südens und Ostens verlagern. Ein neuer Absatzmarkt im Osten wäre zum Beispiel China. Im Süden freut sich Indien über das russische Öl, doch die Verlagerung braucht Zeit. Neue Pipelines werden gebraucht, der Transport wird auf jeden Fall teurer, die Erlöse geringer. Putins große Hoffnung, höhere Preise. Die europäischen Länder sprechen ständig davon, russische Lieferungen zu verweigern, was den Markt weiter destabilisiert und die Preise in die Höhe treibt, verursacht von ihnen selbst. Eventuell kann Moskau nicht an die EU verkauftes Öl mit Preisabschlägen kurzfristig woanders loswerden. Eine offene Frage bleibt, kann Russland mittel- bis langfristig seine Rohstoffe in gleichem Umfang und zum selben Preis verkaufen wie bisher an die EU? Bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Emily Sherwin. Sie war bis zur Schließung des DW-Büros in Moskau durch die russische Regierung Korrespondentin in Russland. Emily, du hast dir heute diese Regierungsbesprechung angehört, in der es ja auch um dieses potenzielle Energieembargo durch den Westen ging. Was hast du mitgenommen aus dieser Besprechung? Das allgemeine Narrativ in Russland, was Sanktionen gerade angeht, ist und blieb auch heute, dass diese Sanktionen, dass es diese Sanktionen sowieso gegeben hätte, dass der Westen quasi nur einen Vorwand gesucht hätte, um Russland klein zu halten und dass auch der Westen an allem schuld ist natürlich. Auch heute sprach Putin von unberechenbaren Partnern im Westen, die jetzt plötzlich über dieses Energieembargo sprechen. Und er gab sich stark und trotzig. Und ich denke, er war auch dadurch bestärkt, dass eben einige europäische Länder, du hast es erwähnt, darunter auch Deutschland, Ungarn und Österreich, sich eben gegen ein europäisches Energieembargo aussprechen. Und das weiß er. Deswegen haben wir diese Drohungen gehört, dass sowohl, dass er eben Transporte von Öl und Gas umlenken könnte und dass es eben den Westen harter treffen könnte als Russland, dieses so ein Energieembargo eben. Was ist jetzt gerade erwähnt? Er sagt, er könnte die Exporte der Energie einfach umlenken. Ist das denn so einfach? Gibt es da schon Abmachungen oder Zusagen mit asiatischen Ländern? Also ich denke, da ist ziemlich viel Rhetorik dabei, eben eine Drohung. Eigentlich ist Europa immer noch natürlich der größte Absatzmarkt für russisches Öl und Gas. Und russisches Öl und Gas sind eben extrem wichtig für die Wirtschaft dort. Letztes Jahr stammten um die 40% der Einnahmen des russischen Haushaltes aus Erdöl und Erdgas. Und heute hat Putin, wie du gesagt hast, über Lieferungen in den Osten und Süden gesprochen. Dabei meint er vermutlich Länder wie China, Indien und Pakistan, die alle den Krieg in der Ukraine nicht verurteilt haben. Und die sind bestehende Kunden. Aber es ist unklar, wie schnell sie wirklich umschwenken können, also wie schnell Russland umschwenken kann, denn sie liefern viel mehr nach Europa. Und wenn sie in neue Infrastruktur wie Pipelines investieren wollen in China oder nach Pakistan zum Beispiel, dann haben sie dafür nicht sehr viel Geld momentan üblich und sie haben Konkurrenz in diesen Absatzmärkten, denn die größten Öllieferanten dort sind immer noch Saudi-Arabien und andere Länder aus dem Nahen Osten. In aller Kürze, Europa und die USA sprechen ja immer wieder von den härtesten Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die sie jetzt schon auf den Weg gebracht haben. Was bekommst du denn mit? Wie viel spürt Russland von diesen Sanktionen aktuell schon?
Also die Menschen in Russland spüren noch nicht so viel. Und viele Wirtschaftsexperten sagen, dass die Folgen von diesen Sanktionen erst in ein paar Monaten so richtig bei den Menschen auch ankommen werden. Es gab schon Hamsterkäufe, weil die Leute Panik hatten wegen den Sanktionen. Dann gab es Schlangen vor verschiedenen Läden oder auch Preise sind hochgegangen. Aber was die Preise angeht, steigen die Preise auch für Lebensmittel jetzt schon. Und ich denke, es stehen für die Menschen in ein paar Monaten schon schwere Zeiten bevor. Danke, Emily Sherwin, für deine Einschätzung und den Besuch im Studio.